Schönen guten Tag. Mein Name ist Marc Banasiak. Ich bin Vorstand der Vereinten Energiegenossenschaft und ich freue mich, sowohl uns als auch unser Produkt heute ein wenig vorzustellen. Als Genossenschaft beschäftigen wir uns mit den Themen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Speicher. Wir sind mittlerweile über 400 Mitglieder in dieser Genossenschaft und das muss man sich so vorstellen, dass wir von Mitgliedern für Mitglieder agieren. Das heißt, wir haben Projektentwickler, Installateure, Hersteller, Finanzierer, Anleger, alle bei uns in der Genossenschaft vereint. Daher auch der Name Vereinte Energiegenossenschaft. Und wir setzen uns alle zusammen in einem Boot, um eben Projekte umzusetzen. In den vergangenen 10 Jahren konnten wir mit der Genossenschaft bereits über 40% Dividende an unsere Mitglieder ausschütten. Geschafft haben wir das mit diversen Projekten, unter anderem im Bereich Energieeffizienz mit Blockheizkraftwerken. An 20 Standorten versorgen wir etwa 1000 Leute mit Wärme und Strom. Dann haben wir 3 Photovoltaikanlagen gebaut, das sind alles Dachanlagen. Wir haben einen eigenen Strom, einen eigenen Gastarif und wir haben vor allen Dingen auch einen Omnibus von Diesel auf Elektro umgerüstet. Seit 2 Jahren haben wir schon die ersten Energiespeicher im Testbetrieb, störungsfrei. Insofern beschäftigen wir uns in der Genossenschaft schon seit einiger Zeit damit und wollen jetzt in die Serienfertigung gehen. Batteriespeicher lösen eines der dringendsten Probleme der Energiewende. Denn ganz einfach gesprochen, wenn ich tagsüber den Strom produziere und abends das Licht anmache, wenn es dunkel ist, dann muss ich den irgendwo zwischenspeichern für die Zeit. Und das eben leisten Batteriespeicher und deshalb gibt es einen immens großen Markt und einen immens großen Bedarf dafür. Im ersten Quartal in Deutschland wurden 197.000 Photovoltaikanlagen gebaut. Eigentlich hätten die meisten mit einem Batteriespeicher ausgestattet werden müssen. Und das ist insofern der Markt, auf den wir uns fokussieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir zusammen mit Finexity und der Vereinten Energiegenossenschaft die Energiewende in dem Bereich Batteriespeicher zusammen nach vorne bringen.